Politikerporträt unterscheidet sich nicht von jedem anderen Porträt, was man sich von einem Menschen macht. Man versucht natürlich, eine Person in ihrer Komplexität und so weiter in einen Moment einzufangen, wo andere Leute sagen, ja, das ist er. Das weiß zum Teil oft der Porträtierte selber ja auch selber nicht irgendwie. Der versucht, sich von seiner besten Seite zu zeigen. Und bei Politikern ist halt noch das besondere Schwierigkeit, dass die Zeiträume, mit denen man sich bewegen kann oder wo man sich bewegen kann, sind ja meistens ja auch Räume, die ihnen genauso fremd sind wie mir. Kofi Annan trafen in einem Hotel und wir trafen in seinem Hotelzimmer zu einem Interview. Und da habe ich dann so in Lachen gefragt, wie oft er denn zu Hause sei. Und er sagte, ich bin sehr wenig zu Hause, 3-4 Tage im Jahr und so weiter. Dann habe ich gesagt, dann ist so ein Hotel ihr natürliches Umfeld. Und dann habe ich dann gefragt, ob ich ihn denn an diesem ungemachten Bett, also gerade dieses fremde Zuhause oder dieses anonyme Zuhause, ob ich ihn da drin fotografieren könne. Und irgendwie hat sowohl er als auch sein Referent sofort verstanden, was ich meinte. Und dann ist dieses Bild eigentlich in sehr kurzer Zeit entstanden. Also einfach so mit einer Fragestellung, was machen Sie hier und in was für Lebensumstände sind Sie, diese Kamera unsichtbar zu machen, das ist eigentlich der Hauptjob. In dem Moment, wo Sie einen als Maurice Weiß wahrnehmen oder als Person wahrnehmen, dann sehen die die Kamera nicht mehr und dann ist auch das Geräusch dieser Kameras gar nicht mehr so bedeutend irgendwie. Und das heißt, wenn man dann einfach so mitläuft als Teil des natürlichen Umfeldes, da stellt sich die Frage der Authentizität überhaupt nicht, sondern sind die Menschen, wie sie sind. Und wenn sie einem vertrauen, dann verstellen die sich auch nicht. Was lustig zu erzählen ist, ist vielleicht zu sagen, wie dieses eine Merkel-Porträt entstanden ist. Also das ist so, dass normalerweise treffen zwei Redakteure und ein Politiker, die sich schon lange gegenseitig kennen, schätzen oder hassen, aufeinander und befragen sich, man kennt sich. Und am Ende des Gesprächs, wenn alle erschöpft sind, wird dann der Fotograf gerufen, er möchte doch bitte in 30 Sekunden ein tolles Porträt machen. Der Politiker weiß nicht, wer der Mensch ist hinter der Kamera, der weiß nicht, was mit dem Bild passieren wird. Und dann sind diese Bilder relativ gefrostet, eingefroren. Und dann hatten wir dann beim Spiegel den Deal ausgemacht, dass die nicht mehr so sagen, aus dem Bild springen und sagen, so der Fotograf fotografiert jetzt, sondern dass sie sich hinter mich stellen. Und dann am Ende des Gesprächs, beim Nachklapp und so weiter, habe ich mich natürlich zwischen die Redakteure reingedrängt. Ich saß quasi denen auf den Schoß. Frau Merkel hat das gar nicht so richtig registriert, weil wir waren sozusagen eine Gruppe und hat dann eben diese sehr zentrale Perspektive auf sie, wo man das Gefühl hat, sie spricht mit dem Betrachter. Und das geht nur, wenn man einander vertraut, sozusagen auch mit den Redakteuren und wenn wirklich sozusagen alles passt. Deswegen würde ich nie von Glück oder Zufall reden, sondern dass man sozusagen die Bedingungen so konstruiert, dass es ein Ideal geben kann. Also dieses Prinzip des kultivierten Zufalls halte ich für unsere Zeiten, wo man wahnsinnig viel mit Pressesprechern und mit Restriktionen und so weiter zu tun hat, ist der kultivierte Zufall sozusagen, finde ich, so eine entscheidende Möglichkeit, sozusagen überhaupt noch sich ein Bild machen zu können, was frei von anderen Bedürfnissen ist. Also wo ich dann wieder nicht nur der Dokumentarist sein kann, sondern auch der Autor werde, wo ich dann sage, das ist der richtige Moment, das wird das richtige Bild, das ist die richtige Situation. Im Grunde genommen möchte ich Werbung machen für das politische Amt, unabhängig welcher Partei der jeweilige Mensch angehört, weil ich glaube, Politik oder Demokratie funktioniert nur, wenn wir uns beteiligen. Deswegen Respekt vor den Leuten, die so ein Amt antreten, unabhängig aus welcher Partei sie kommen, solange es eine demokratische Partei ist. Ich denke mal, dass die Wahrnehmung und den emotionalen Zugang zur Politik natürlich schon von Bildern geprägt wird. Das Verrückte ist, dass man als Fotograf beim Kontext eigentlich kaum eine Kontrolle hat. Manche Bilder entstehen, zum Beispiel das Bild von Martin Schulz, der springt aus dem Flieger und so weiter. Und damals entstand es im Rahmen des Wahlkampfes, Europawahlkampf, Schulz gegen Juncker. Und in dem Kontext wirkte das Bild wahnsinnig positiv und toll. Jetzt vor kurzem gab es einen Leak, man bekam irgendwie eine Reiseabrechnung von Martin Schulz, wo relativ häufig diese kleinen Privatflugzeuge auftauchen. Und das gleiche Bild veränderte sich komplett, weil der Fokus war dann plötzlich auf das Privatflugzeug und plötzlich entstand so in dem Bild, konnte man so eine Art Sozialnetz rein projizieren oder ob er sich vielleicht zu viel rausnimmt und so weiter. Das heißt, das gleiche Bild hat zwei komplett unterschiedliche Aussagen. Nicht, weil ich, der Fotograf, diese Aussage treffen wollte, sondern weil der Kontext, in dem sich das Bild bewegt, eben komplett gedreht hat.